Ja, die war vielleicht hier und da ein bisschen umständlich, aber das ist auch nicht so einfach, wenn du gegen eine Wand spielst, die 30 Meter vom Tor mit 10 Mann stehen, die einen riesen Laufaufwand betrieben oder die beiden Stürmer von ihnen nehmen. Da wir 13 oder 14 Kilometer gelaufen sind, dann sieht man, welche Arbeit die verrichten mussten, um unser Spiel annähernd zu Berlin zu bringen. Da haben wir uns schwer mitgetan, haben dann, denke ich, im letzten Drittel viel versucht, gegen eine vielbeinige Abwehr, haben da vielleicht nicht immer die richtigen Mittel gefunden, aber wir haben es versucht bis zum Schluss und sind gut durchgekommen. Und das ist ärgerlich genug, das kann uns nicht zufriedenstellen, dass wir dann nicht da den Weg zum Tor gefunden haben oder häufiger gefunden haben, wie es uns passiert ist. Was uns dann noch mehr ärgert, ist dann aber, dass wir ein bisschen blöd spielen, dann nimmst du einen Punkt mit und das die ganze Woche oder Wochen predige. Ja, da musst du auch mal mit dem Punkt zufrieden sein, darfst du nicht 0-1 kriegen. Das ist das andere, was wir kritisieren müssen, dass im Moment der Gegner aus sehr wenig, sehr viel macht und uns wenig Torschance dann auch noch gut. Jetzt ist es ja über beide Städte hin und gelaufen. Wie groß sind die Befürchtungen, dass sich da so ein bisschen jetzt die Stimmung dreht nach solchen Erlebnissen, die jetzt erstmal gut oder weniger zu messen? Ja, die Stimmung ist auch nicht drehen. Wie gesagt, das ist die ganze Saison, das wird ein Marathon. Ja, das kann ich immer wiederholen. Fragen an ihr lagen auch häufig, aber ich habe mich vorher geschrieben, als es super gelaufen ist. Also ich verfalle jetzt in die tiefe Depression, weil wir jetzt zweimal verloren haben. Es gab unterschiedliche Gründe für das Osnabrückspiel, aber zum Beispiel schon gestern vom Auftritt her der Reaktion gezeigt hat und auch zeigen wollte, das hat man gesehen, aber eben noch nicht mit dem passenden Ergebnis. Und das sind für mich Schwankungen, die ich meiner Mannschaft ein Stück weit zugestehen kann. Zurück und dass wir alles auf mich zukommen, das nicht. Wir müssen schon weiter nach Lösungen suchen, aber Hektik bin ich weiter. Sie haben vorhin danach im Osnabrückspiel gesagt, dass Sie ein bisschen in die Mannschaft hineingegrummelt haben. Das war ja das, was Sie gesagt haben bei der Pressekonferenz. Ist dann aus dem Grummeln jetzt ein Donnerwetter geworden? Nein, ich fand das, dann war das eher ein Osnabrücken-Donnerwetter, ja, weil das ging nicht, wie wir da gespielt haben. Ja, das ist eine Leistung, die ich so nicht akzeptieren darf. Ja. Gestern haben wir viel probiert, denn Heidenheim ist jetzt Tabellendritter, also worüber reden wir? Es war das Spitzenspiel, Heidenheim macht es mit ihren Möglichkeiten perfekt. Ja, sie stehen gut, sie arbeiten defensiv als Mannschaft sehr hervorragend, das haben sie gestern gezeigt. Ja, und unsere Aufgabe ist, und das haben wir allerdings auch noch, die Spieler sind noch 19 oder 18, ja, haben wir jetzt noch immer vor uns. Ja, wir werden immer gegen eine Wand anspielen müssen und wir müssen weiterhin Lösungen finden. Und, davon darfst du dich aber nicht verrückt machen lassen oder unruhig werden. Und das hat man dann so ein bisschen gestern in der Endphase gemerkt. Wir wollten die gegen Dresden das erzwingen. Dann. Und dann haben wir in diesem einen Konter wieder zu viel zugelassen. Und dann wieder eine Fehlerkette. Das meine ich. Dann müsst du eine Fehlerkette eliminieren. Dann spielst du 0-0. Dann sagst du, bist du auch nicht zufrieden. Ja, oder hast du zumindest den Punkt. Die junge Mannschaft bis Weihnachten jetzt. Der Wurm drin ist von außen. Ja, kann ja sein, dass ihr das von außen als Wurm bezeichnet. Ich sage, ja, sie dürfen nicht zufrieden sein, wenn du zwei Spiele hintereinander verlierst. Das kann immer mal vorkommen, weil es darf jetzt ja nicht zufrieden stehen. Das sind wir auch nicht. Ja, also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Aber trotzdem ist es eben meine Aufgabe, das deutlich sachlicher zu analysieren, als ihr das zu teilen. Plan für zwei Auswärtsspiele, damit es auch auswärts mal wieder klappt, vielleicht mit dem Dreier Sandhausen. Ja. Nochmal, ja. Ich habe gelesen, Rekorde können wir brechen. Ja, ist das gefallen, ist diese Serie gefallen, vielleicht heißt jetzt die Auswärts. Also, wir sehen auch auf Bielefeld, wie viele Heimspiele haben die gewonnen? Zwei. Ja, die haben überhaupt den umgekehrten Drehgrad drin. Ja, die gewinnen auswärts alles und kriegen es zu Hause auch nicht so hin, wie sie sich das vorstellen. Das ist eben, man darf sich nicht von der allgemeinen Hektik anstecken lassen. Das, was ich immer sage, wir sind gut, wir sind auf dem Weg und wir nehmen uns alle Zeit der Welt, um unsere Ziele zu erreichen. Und wenn es 34 Spieltage dauert, ja, und da darf man sich nicht von zwischenzeitlichen Tiefs einer Saison zu sehr beeindrucken lassen, genauso wie man nicht zu euphorisch sein darf, wenn man 5 Punkte vorsteht. Schönes Tief haben wir jetzt hier auch. Dankeschön. Ja. Oder? Ja, gerne am Tief.